soll nun Mensch was finden. Ich gehe schließlich auch arbeiten. Ja, und ich sitze den ganzen Tag und spiele 17:04, was? Nein, aber du hattest um 6 Uhr Feierabend und jetzt ist gleich 9. Du, ich bin weder blind noch besoffen. Aber das geht offenbar in deinen Kopf nicht rein, dass ein Bus hin und wieder mal repariert werden muss. Und wozu habt ihr eine Werkstatt? Das habe ich ja auch schon 100-mal erklärt, dass die zweite Schicht nur mit 3 Mann besetzt ist und einer davon war heute gar nicht da und er hatte Wichtigeres zu tun, als meinen Anlasser auszuwechseln. Wer das als Kraftfahrer nicht kann, der kann gleich auf Schubkarre umsatteln. Das glaubt wird selig. Ja. Ja, wieder dein Lieblingsthema. Schön. Schön, also was willst du hören? 2 junge hübsche Mädchen waren's. Eine davon habe ich bloß geschafft und jetzt gehe ich hin und vernasch die andere. Christine, spiel nicht verrückt, davon wird's nur noch schlimmer und geholfen hat's dir noch nie. Lass das. Das machst du nicht nochmal. Hm? Ich weiß schon, wohin du willst. Ja, ich auch. Raus. Raus. Raus hier. Dann geh doch. Schluss mit diesem Machtwerk. In diesem Haus muss er ja wahnsinnig werden. Tag, Entschuldigung. Ist das der Bus nach Kressberg? Na, steht doch dran. Fahren Sie gleich? Wenn mich nicht irgendein Dorftrottel vorher zu Tode fahrt. Wäre eine Katastrophe. Na, ja. Patki, suchst du was Besonderes in meinem Bus? Wieso? Helwig hat mich für die Linie eingesetzt ab heute. Ja, der muss ganz schön besoffen gewesen sein. Komm mal runter hier von meinem Mensch, Bus. Mensch, frag doch in der Einsatzleitung. Komm. Gib die Schlüssel her. Was soll denn der Quatsch? Quatsch nicht rum. Ach, Janne, komm, wir werden das gleich klären. Der glaubt mir nicht, dass ich ab heute seinen Bus übernehmen soll. Moin. Hat Helwig das angeordnet? Wo steckt denn der überhaupt? Der ist heute im Kombinat. Ja. Aber guck mal, hier steht. Von Helwig abgezeichnet. Patki soll fahren. Hm, so, steht in deinem Märchenbuch auch, welche Linie ich fahren soll? Ja. Das heißt, für den Fall, dass du... Die Z14, dann kann der Stammfahrer endlich mal seine Überstunden abbummeln. Hat Helwig gesagt, das hat er. Z14, Gammellinie. Einmal morgens, einmal abends. Auf dem Schrotthaufen von Skoda, aber doch nicht mit mir, Mensch. Wenn dir das Skoda nicht fein genug ist, hätte ich einen guten Rat. Wie wär's mit der grünen Minna? Ich sag dir noch ein Wort in der Richtung. Und du fährst heute nicht mehr Taxi, sondern mindestens im Krankenwagen. Mensch, Eckart. Leg mich am Arsch.